Meine Damen und Herren, bitte benutzen Sie nur den Start- und Ausgang. Wir haben eine Flugangsbrücke erhalten. Dankeschön, Ladies and Gentlemen. Please use the forward exit only. Receive the gentleman. Ich heiße Sarah Katharina Schmelzer, ich bin 23 Jahre alt und wurde in Offenbach am Main geboren, lebe jetzt in Frankfurt und arbeite für Lufthansa. Ich würde gerne reisen und im Idealfall auch noch dafür bezahlt werden und habe dann gesehen, dass Germanwings und Lufthansa suchen und habe dann mich bei beiden beworben, bei Germanwings hat es nicht funktioniert und bei Lufthansa wurde ich dann zum Assessment Center genommen. Nachdem ich, wie gesagt, alle Einstellungskriterien erfüllt hatte, ging es dann mit meiner Schulung los. Die ist 3 Monate lang und erstmal werden so allgemeine Sachen geklärt, wie zum Beispiel Flugsicherheit und so die Rahmenbedingungen. Danach kommt ein Emergency Training, wo man alles flugspezifisch, also Flugtyp-spezifische lernt. Das war für mich die Boeing 747, also der Jumbo. Und da lernen wir dann alle Sachen, die für den Notfall wichtig sind. Danach kam das Service Training, wo wir erstmal für die Economy-Klasse geschult werden. Dann kommt auch der erste Flug. Und nach dem ersten Flug kommt dann das Business-Class-Training und die letzten beiden Flüge. Ich bin an der Goethe-Universität in Frankfurt und studiere Erziehungswissenschaften im 3. Semester. Also es kommt darauf an, es gibt Situationen, da ist es schwieriger. Es gibt Situationen, da muss ich dann definitiv gucken, dass ich das so time, dass ich vielleicht Freunde hinten anstelle, dass ich weniger Zeit für Freunde habe oder meine Beziehung, dass ich da gucke, dass ich halt sage, okay, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss mal 3 oder 4 Stunden zurückziehen und was lernen. Andererseits denke ich mir immer, es wäre viel schwieriger zu studieren, wenn ich 9-to-5 arbeiten würde, weil das jeden Tag wäre und weil ich da viel eingespannter bin. So fliege ich irgendwo hin, zum Beispiel nach Orlando und habe dann 24 Stunden vor Ort frei und kann in der Zeit auch noch lernen. An sich ist es kein wirklich großes Problem, weil ich requesten kann, wie ich möchte. Es gibt aber Zeiten, vor allem wenn Prüfungsphasen sind, dass ich entscheiden muss, ob ich, wo ich hingehe, wie ich das mache und dass ich teilweise bin ich vom Flug gekommen und dann direkt in die Uni gefahren, um eine Klausur zu schreiben. Eine Präsentation habe ich verpasst, leider, weil ich auf der Kurzstrecke durch Europa unterwegs war und das keinerlei Möglichkeit gab, das zu verschieben. Normalerweise sind meine Dozenten auch sehr kulant und geben mir auch die Möglichkeit, was nachzuholen oder meinem Arbeitsschedule quasi anzupassen. Aber einmal, ja, konnte ich eine Präsentation nicht wahrnehmen. Ich finde es immer schwierig zu sagen, was schöne Orte oder der schönste Ort und der schlechteste Ort sind, weil jeder Ort so seine Eigenheiten hat, aber ich würde sagen, mein schönstes Layover war auf jeden Fall mit Abstand Kapstadt, weil ich da in meinen Flitterwochen war und das war sehr schön. Und dann Rio, weil man in Rio unglaublich viel erleben kann, das unglaublich vielseitig ist. Weniger schön, weiß ich gar nicht. Es gibt Orte, wo wir nicht viel machen können, aufgrund der Sicherheitslage vor Ort. Nigeria zum Beispiel ist es sehr eingeschränkt, aber es ist auch unglaublich schön, wenn man mit der Crew was macht und irgendwie zusammensitzt und lacht. Und das ist auch schön. Also ich würde gar nicht sagen, es gibt so einen schlechtesten Ort. Es gibt anstrengende und weniger anstrengende Flüge, aber ich mag eigentlich jeden Ort. In meiner doch vorhandenen Freizeit verbringe ich sehr gerne Zeit mit meinen Freunden. Das ist eigentlich so das, was ich am meisten mache. Oder ich gehe ins Fitnessstudio mit meinem Bruder.
was auch sehr viel Motivation bedarf, aber er motiviert mich da auch sehr gut. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass dadurch, dass ich so viele Menschen um mich rum habe, wenn ich im Flieger sitze, und so viele Menschen um mich rum habe, wenn ich in der Uni bin, ich auch meinen Abend sehr gut alleine genießen kann und sehr gerne mal alleine auf der Couch sitze und irgendwie einen Film gucke oder ein Buch lese oder ja, das ist mein Go-To. Ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang machen würde wollen. An sich schon. Ich muss halt schauen, wie mein Körper das mitmacht, ob das mit dem Schlafrhythmus und dem Essensrhythmus sich einpendelt und dass das gut im Griff zu kriegen ist, aber vielleicht in der Teilzeit irgendwann. Aber aufhören möchte ich eigentlich nicht, weil das schon, so Fliegen macht schon süchtig. Also man möchte auch nicht mehr aufhören. Und wenn ich vor dem Flieger stehe dann, und länger nicht geflogen bin, dann habe ich immer ein bisschen Tränen in den Augen und freue mich sehr, wenn ich dann wieder einsteigen darf. Und es heißt, Cabin Crew, prepare for takeoff. Meine Damen und Herren, bitte benutzen Sie nur den Start- und Ausgang. Wir haben eine Flugausbrücke erhalten. Dankeschön, Ladies and Gentlemen. Please use the forward exit only. Receive the jet lag. Thank you.